Für die, die es im Livestream nicht mitbekommen haben, ich bin diese Woche leider krank. Ich habe übel Halsweh und allgemein fühle ich mich sehr schwach, alle Muskeln tun weh, das Übliche. Was an dem Ganzen besonders madig ist, ist, dass ich seit 1,5 Jahren nicht mehr krank war und ich wollte eigentlich die 2 Jahre voll machen. Aber so wurde mein krasser, ewig gesund sein Run leider zerstört. Und da ich eben nicht so fit bin, gibt es diese Woche ein Video, welches möglichst wenig anstrengend ist für mich zu produzieren. Also ein Video, bei dem ich weder irgendwelche Drehbücher schreiben muss, noch irgendwelche Drogen nehmen. Also klaue ich für dieses Video einfach mal ein Format von Jimmy Kimmel und lese Kommentare vor von Menschen, die mich scheinbar nicht leiden können. Jay schreibt, Open Mind hat nichts mit der Drogenszene zu tun und babbelt nur Fakten aus dem Internet. Typisch bayerische Schickeria. Komm einmal nach Magdeburg, zieh eine Nase und du kommst nie wieder klar, Fotze. Oh nein, ich gehöre nicht zur Drogenszene. Ich möchte nichts mehr als ein anerkanntes Mitglied der Drogenszene zu sein. Nee, ernsthaft, ab wann ist man eurer Meinung nach in der Drogenszene? Ich bin halt einfach ein Typ, der sich ab und zu ganz gerne mit psychoaktiven Substanzen berauscht. Außerdem, nur weil ich mein Koks mit Gold strecke, heißt das nicht, dass ich zur bayerischen Schickeria gehöre. Peter Wackel schreibt, deine Stimme, Alter, das Zeug ist nicht gut für dich, Junge. Hier ein 5 Jahre altes Video von mir, wo ich noch nicht das Zeug genommen habe. Ich gieße gerade. Ist meine Stimme da irgendwie anders? Nee, ernsthaft, ich weiß nicht. Ist meine Stimme da wirklich anders? Weil ich weiß jetzt hier noch gar nicht, welchen Clip ich da jetzt gerade eingefügt habe. Kartoffel mit Soße schreibt, du Fotzensohn. Elmgrick schreibt, voll der Spacken irgendwie. Und dann noch der sexistische Spruch, für den er hier sogar noch Likes bekommt. Dabei gibt es von der Konkurrenz echt gute DMT-Videos. Deshalb lasse ich jetzt mal wieder die Spasten unter sich und bin raus. Ich glaube, ich habe in dem Video irgend sowas gesagt wie, meine Freundin sackt meinen dreckigen Cock. Und das ist, glaube ich, der sexistische Spruch, den er da meint. Ich würde sagen, der Spruch war ganz klar nicht sexistisch, weil meine Freundin in Wirklichkeit ein Mann ist. Meine Freundin ist nicht wirklich ein Mann, das muss ich wohl bei dir dazu sagen, da du scheinbar nicht zwischen ernst gemeinten Aussagen und Scherzen unterscheiden kannst. Okay, der Spruch war schlecht, sonst bringen nur Frauen so unwitzige Sprüche. Annie schreibt, Dicker, wie kann man nur so ein Spast sein? Schritt 1, um so ein Spast zu sein, stelle eine Frage und mache am Ende des Satzes einen Punkt und kein Fragezeichen. BlackBull2323 schreibt, deine Stimme fuckt mich aufs Übelste ab und du klingst echt borniert. Hab was Besseres erwartet mit dem Titel. Naja, schönen Restsonntag. Erstens mal, ich bin mir zu 100% sicher, was das Wort borniert heißt und muss das jetzt nicht googeln. Aber da sicherlich viele meiner Zuschauer das Wort nicht kennen, borniert geistig so beschränkt, dass jemand immer auf seinen Vorstellungen beharrt und nichts dazulernen will. Wenn ich wirklich borniert bin, wäre mein Kanalname der größte Fail ever. Ja, aber dir auch einen schönen Restsonntag. Markus Weissacher schreibt, hoffentlich sperren dich die Polizei ein. Ja, und hoffentlich lernen du Grammatik. Meister Propper schreibt, was für ein menschliches Wrack. Teewurst schreibt, was ein Hurensohn. Teewurst schreibt unter dem gleichen Video, 2 Minuten später, dummer Hurensohn. Kauderwelsch schreibt, pfui Spinne, bist du unsympathisch. Mark Weser schreibt, bitte keine DMT-Videos mehr. So ein Schwachsinn bringt doch alles komplett ins falsche Licht. Sag mal, interessiert es dich eigentlich nicht, dass alle deine Zuschauer Leute sind, die gar keine Ahnung haben und die die Ahnung haben, deine Aktionen, die du bringst, einfach nur unter aller Sau finden? Lass es doch einfach. Mark Weser schreibt unter einem anderen Video ein paar Minuten später, bitte keine DMT-Videos mehr, bitte. Mark Weser schreibt nochmal unter einem anderen Video ein paar Minuten später, bitte keine DMT-Videos mehr, bitte. Als ich seinen ersten Kommentar las, dachte ich mir so, nein, ich werde weiterhin DMT-Videos machen. Erst, wenn du es noch 2 weitere Male kommentierst, werde ich auf deine Anweisung hören. Ja, und jetzt bleibt mir wohl nichts anderes übrig, denn jeder weiß, je öfter man etwas kommentiert,
desto mehr Recht hat man mit seiner Meinung. Desto rechter hat man mit seiner Meinung. Wie ist da der Komparativ? Ich wünschte, du hättest noch etwas genauer ausformuliert, warum meine Videos deiner Meinung nach DMT in ein falsches Licht rücken. Ich denke, was er damit meint, ab und zu verwende ich DMT wie eine Spaßdroge. Obwohl DMT ja für viele ein magisches, spirituelles, heiliges Tool ist, um das Universum besser zu verstehen. Aber es ist nun mal so, dass man diese Substanz auf zwei Weisen verwenden kann. Zum einen als spirituellen Guide, als wertvolles Tool. Zum anderen in niedrigen Dosierungen kann es auch sehr wohl nur im Spaßbereich sein. Somit bringe ich die Droge nicht in ein falsches Licht, sondern nur nicht in das Licht, in welchem du diese Droge siehst. Der Mr. Poor Own schreibt, boah Junge, deine Stimme ist halt so abartig, scheiße, tu uns allen einen Gefallen und komm endlich in den Stummbruch, du Pussy. Tom Gehr schreibt, der Open Mind Kanal wird immer wertloser, zu einer Zeit habe ich ihn noch zu Unterhaltungszwecken genossen, nun bin ich völlig abgewandt und denke kaum, dass der psychedelischen Drogen-Community damit ein Gefallen getan wird. Ich sehe voll und ganz ein, dass der Wert bei meinen Videos schon sehr stark schwankt. Ich versuche halt bei meinen Videos eine Mischung zu machen aus purer Unterhaltung und wertvoller Information. Ich finde Videos wie warum man alle Drogen legalisieren sollte schon irgendwie wertvoll und das könnte schon den einen oder anderen zum Umdenken anregen. Oder auch vor kurzem mein 2CB-Info-Video enthält meiner Ansicht nach schon wertvolle Informationen. Dieses Video hier hingegen, yo, ist völlig wertfrei. Hier noch ein Kommentar von Tim Gehr, der den Kommentar von gerade eben geschrieben hat. Simon, hast du eigentlich eine anerkannte geistige Behinderung? Sorry, nur aus Interesse. Aufgrund dieses gemeinen Kommentars bereue ich es jetzt fast, dass ich deinen vorherigen Kommentar so ernsthaft beantwortet habe. Tritti ins Gesicht schreibt, Dummkopf. Sebastian Willmann schreibt, Inhalt schon ganz gut, Stimme trotzdem, damn, nicht einfach zu ertragen. Irgendwie, warum geht jeder zweite negative Kommentar darüber, dass meine Stimme scheiße ist? Aber freut mich, dass dir immerhin der Inhalt gefallen hat. Deine Mama schreibt, was für ein Spaß du doch bist. In der Kodeinflasche hast du eh Wasser reingemacht. Hey, laber nicht so eine Scheiße. Ich habe da Apfelsaft reingemacht, damit das klar ist. Jay Double schreibt, häng dich weg. Michael Schönfeld schreibt, man sollte dich einsperren, du Trottel. Michael Schönfeld schreibt erneut ein paar Minuten später, du verherrlichst Drogen in deinen Videos. Und selbst bist du der größte Junkie. Schau dir mal deine Augenringe an. Ich denke, ich melde dich der Polizei. Sind meine Augenringe wirklich so schlimm? Lüdeck Bongo schreibt, das ist nicht aufklären, sondern auffallen. Und das für Kinder? Greets a Drug Connoisseur. Also ich will jetzt nicht sagen, dass mein Content an Kinder gerichtet ist. Und jetzt alle auch zu Hause. Mein Content ist nicht an Kinder gerichtet. Kinder ist ein Wort, das mit K anfängt. So sieht ein K aus. Wörter, die auch mit K anfangen, Ketamin. So, hat sonst noch wer irgendwas Negatives über mich zu sagen? Yo, Bock auf eine Analyse von Simon? Das ist doch einfach nur scheiße. Da haben wir's. Ey Simon, du Sack, dein Kanalbild, fuck. Aha. Yeah. Hey, eure Kanäle sind auch nicht viel besser. Ja, obwohl, doch, Mist. Ja, so, das waren jetzt so ziemlich alle negativen Kommentare, die ich so in der letzten Woche bekommen habe. Ich war echt erstaunt, es waren echt sehr wenige negative Kommentare, so maximal jeder 15. Ich glaube, das war mal mehr. Und es ist natürlich dann auch gut zu wissen, dass mehr als die Hälfte der Kommentare einfach nur inhaltslose Beleidigungen sind oder Kommentare, die sich über meine Stimme aufregen. Und damit will ich nicht sagen, dass es bei meinem Kanal nichts Echtes zu kritisieren gibt. Konstruktive Kritik ohne Beleidigungen ist bei mir sehr gerne gesehen. Ich hoffe, ich bin bis nächste Woche wieder gesund, dann gibt's auch wieder ein wertvolleres Video. Wenn ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind, 3000 abonniert diesen Kabal.